Oh mein Gott, Leute, neues Setting. Was ist da los? What's next ist unterwegs. Und tatsächlich wird auch in nächster Zeit einiges passieren. Wir werden das Land früher oder später verlassen, also noch diesen Monat auf jeden Fall. Ja. Dazu werden wir euch heute ein paar Updates geben. Dann generell Updates auch nochmal von hier, weil sich hier auch jetzt doch nochmal was ändert, was uns ein bisschen schockiert hat. Und wir sind jetzt gerade erstmal wieder in Uluwatu. Das heißt, wir werden hier einfach eine coole Zeit mit euch haben und euch noch ein paar coole Dinge zeigen. Und ich würde sagen, das wird einfach ein schnieke Video. Genau, schlag nicht lang rum und start mit dem Video. Alles klar. Okay Leute, wir machen jetzt auf dem Weg, Uluwatu zu erkunden. Bevor es aber losgeht, müssen wir euch noch unseren neuen, geisteskranken, innovativen Backpack zeigen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, dann werde ich Elena Stöhne jetzt beauftragen, unseren Backpack von einem Reiserucksack in einen Tagesrucksack umzuwandeln. Let's go! Challenge accepted! Und zwar ist das hier der Rucksack von Tropic Feel. Das ist die Shell-Version und der ist mega praktisch. Ich zeige euch gleich, wieso. Am besten legt man den so auch umhin und dann kann man den nämlich von hinten aufmachen. Oh mein Gott! Und bam! What is this? Wir haben hier nämlich so einen integrierten Packsack, nenne ich es mal. Ich würde es sogar eine Garderobe nennen. Ja, den kann man hier jetzt erstmal wieder ein bisschen weiterstellen. Den kann man quasi zuziehen, damit man einfach noch mehr reinpacken kann. Ihr kennt mich ja, ich habe doch immer relativ viel dabei, auch wenn wir nur ein paar Tage unterwegs sind. Und es ist einfach jetzt mega geil. Top kann organisiert. Das hier so nehmen. Und haltet euch fest, der hat jetzt hier so eine Schlaufe. Puh. So, okay, da hängt er jetzt. Und jetzt haben wir einfach alle Klamotten mit einem Handgriff im Schrank, in unserem sauberen Ding sogar. Gefaltet. Und kann ja alles rausnehmen. Ich find's richtig geil. Und jetzt das Beste ist natürlich, jetzt haben wir den Rucksack hier. Und der ist einfach jetzt leer und ist ready to go quasi für den Tag. Für uns. Wir haben hier dann schon mal das Kamera-Equipment. Da gibt es auch eine Kameratasche von denen. Das sieht so aus. Und die stellen wir jetzt einfach hier quasi unten an den Boden rein. Dann können wir da einmal easy zugreifen. Und dann würde ich sagen, brauchen wir wahrscheinlich noch ein Handtuch. Vielleicht eine Sonnencreme. Eine Sonnencreme! Jetzt, wo du sagst. Wir müssen die Haut schützen. Sonnenbrille. Und dann machen wir den jetzt hier einfach wieder zu. Und sind ready to go. Tschüss. Tschüss. Warte, ich hab mal was. Wasserflasche. Ist leer, aber für den Zweck. Die füllen wir dann unterwegs auf. Okay. Okay, go. Minimal windig auf jeden Fall, würde ich sagen. Die Windig-Season ist angekommen. Und ich will nicht wieder ein Corona-Video machen. Haben wir so oft jetzt thematisiert. Aber es gibt tatsächlich schon wieder eine Änderung. Und zwar können wir ab morgen wahrscheinlich nicht mehr hier so entspannt im Café sitzen, sondern die nächsten 3 Wochen sollen die Cafés wohl zumachen oder nur sehr eingeschränkt, nur mit Lieferungen zum Beispiel funktionieren. Und ein paar andere Dinge sind noch da. Also es ist schon krass, wie so viele, oder wir sind ja schon 1,5 Jahre hier, und dass das Thema jetzt immer noch wieder aufkommt und jetzt noch wieder krasser wird als ganz am Anfang, sodass jetzt solche Maßnahmen getroffen werden. Ich finde es einfach nur anstrengend und nervig und unglaublich wirklich, dass es so lange gedauert hat. Aber ja, so ist es leider. Wie gesagt, ich will nicht zu viel darüber reden. Wir gehen jetzt erstmal gleich an den Strand, Thomas Beach, da waren wir auch noch nie mit euch. Und ja, da sehen wir uns gleich. Lass dir schmecken. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wirst du das vermissen? Was jetzt?
Das Meer. Mit dem Herrn zu sprechen auf Indonesisch. Das Meer. Ja, das wäre sehr krasser Wissen. Wir sind tatsächlich eigentlich, also mindestens seit anderthalb Jahren jeden Tag am Meer. Das ist schon, ja, das ist Heimat. Also ihr habt es ja schon im Titel gelesen, wir verlassen Bali demnächst, noch diesen Monat. Und wir haben jetzt auch schon gerade ein bisschen gespoilert, wir werden an einen Ort fahren, wo kein Meer mehr sein wird. Ihr könnt ja schon mal raten, was ihr denkt, wo wir hinfliegen. Wir sind auf jeden Fall mega traurig, muss man sagen, die letzten Tage und Wochen waren noch nicht easy, weil man schon sehr viele Freunde zurücklässt, die wir jetzt hier gewonnen haben und die ganzen Hunde und ja, wir haben viel Abschied gemacht irgendwie, aber man muss auch sagen, dass viele gerade abreisen, weil viele unserer Freunde sind halt auch am Anfang von Corona hergekommen und jetzt ist halt so der Zeitpunkt, wo das Visum aufläuft und wo man das Gefühl hat, hey, zum Beispiel in Europa oder auch wo man herkommt, da ist es gerade irgendwie einfacher. Und das deswegen, Wetter ist auch gut. Das Wetter ist auch gut. Also in Deutschland oder Europa oder Amerika. Ja, und deswegen überlegen sich halt viele Leute gerade, noch mal zu Hause einen Abstecher zu machen. Ja, genau. Naja. Wir erzählen euch später natürlich noch, wo wir hinfahren. Aber wir sind jetzt schon eigentlich und nochmal mehr, genau. Wir haben schon was gespoilert. Wer es jetzt noch nicht weiß, tut uns echt leid. Schreibt es morgen rein, was ihr denkt. Man weiß es nicht. Kann man übrigens wohnen. Ari Homestay, für jemanden, der interessiert sein sollte. Wir sind jetzt gleich unten. Sieht ganz nice aus. Sieht ganz nice aus, ja. So, und jetzt das nächste Gadget unseres 1A. Neuen Familienmitgliedes. Zack. 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 Ich sage euch, wenn das nicht eine 1A-Erfindung Genius. Ist, Genius. Dann weiß ich auch nicht. Zack. Man denkt, man hat schon alles gesehen im Leben. Genau. Schon schön hier, aber schon krass auch, wie leer es hier wieder ist. Ich glaube, normal ist es nicht so, ehrlich gesagt. Man sieht auch, dass diese ganzen Ballons hier liegen haben. Also ich glaube, normal kann man hier auf liegen am Strand. Aber ich würde sagen, das ist schon einer der besten Strände, um zu chillen. Weil wie ihr seht, man kann hier relativ easy ins Wasser gehen. Hier sind halt überall liegen sonst normal. Und deswegen kann man es hier eigentlich ganz gut aushalten. Normal oder aktuell würde ich aber sagen, schwach besucht der Strand. Also die Ballons und alles sehen sehr tot aus, ne? Ja, schon muss man sagen. Ja, aber stört uns ja jetzt nicht. Deswegen lassen wir uns hier jetzt einfach nieder. Lassen wir uns mal nieder. Hier direkt? Ja. Mir ist übel warm, ich will das Wasser. Boah, das ist angenehm, Alter. Ja, halte mich aus! Digga, kannst du nicht stehen oder was? Ja. Ich will den Boden nicht berühren. Das sind nur Algen. Ich hab Angst vor Algen. Oh mein Gott, so ein Opfer. Ist ja peinlich hier mit dir. Also, ihr sagt mir ja, ob man Fische sieht oder Wasser. Ich glaube, das Beste an Indonesien ist die Wassertemperatur, oder? Es ist immer so ganz leicht erfrischend. Ganz leicht. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Aber trotzdem warm eigentlich, ja. Ich wollte euch noch mal kurz den Rucksack zu Ende vorstellen. Ihr habt ihn ja vorhin schon gesehen. Und was wir natürlich feiern, ist diese Wardrobe. Aber es ist nicht das Einzige, was an dem Rucksack geil ist. Erstmal ist er zum Beispiel komplett wasserfest. Das heißt, man braucht jetzt nicht so ein Regencape, wenn es mal regnet oder so, was ich zum Beispiel mega nervig finde immer sonst. Weil ich es immer verliere, richtig. Aber man kann ihn auch sonst verwandeln. Also von mindestens 22 Liter hat er. Man kann ihn aber bis auf 40 Liter extenden mit zum Beispiel dieser Tasche hier unten, die ihr gesehen habt. Man kann hier vorne mit Magneten noch eine Tasche dran machen für kleine Elektronikteile oder auch für Kosmetiksachen. Also es gibt super viele Add-ons und so, dass man sich den Rucksack halt für verschiedene Zwecke anpassen kann und nicht zu viel oder nicht zu wenig dabei hat. Und deswegen fanden wir den mega cool.
Und deswegen haben wir auch Tropicfeel angeschrieben und sie haben zum Glück ja gesagt und haben gesagt, ja, wir können gerne zusammenarbeiten. Wir freuen uns, dass wir endlich mal einen coolen Partner für einen Rucksack haben, weil Number One Product, das wir dabei haben, ist halt ein fucking Rucksack und wir hatten nie irgendwie einen Partner. Also Tropicfeel, geiler Rucksack, schaut gerne mal auf deren Seite vorbei und wenn euch der Rucksack gefällt, schlagt zu. Wir verlinken euch die Sachen natürlich unten und ja, wir machen jetzt weiter mit dem Video und erzählen euch natürlich noch, was so abgeht die nächste Zeit. So Freunde, wir sind jetzt nochmal unterwegs zu dem wahrscheinlich coolsten Sonnenuntergangsspot hier unten in Uluwatu. Es gibt ja anscheinend einen neuen Geheimweg, den kannten wir auf jeden Fall noch nicht. Aber es ist auch schon ein, zwei Jahre her, dass wir hier schon mal waren. Es wird auf jeden Fall wunderbar, das kann ich euch schon mal sagen, einfach wunderbar. Wir müssen hier nur kurz durch die Wildnis. Es ist einfach wieder, immer wieder ein Abenteuer hier mit der Wildnis und so. Tschüss, Alter, was ist das für ein View? Oh mein Gott, ist das hoch! Oha. So schön! Was? Ein kranker View! Oh, hast du Schiss? Schauer. Ja, es ist so hoch. Und mit dem Meer, wie glatt es auch so aussieht, ne? Das ist so schön. Das ist echt einfach nur heftig. Zieht's euch rein. Okay Leute, ihr habt ja wahrscheinlich schon aufs Update gewartet nach diesem provokanten Titel. Da hat sich aber auch einiges hier für uns geändert in den letzten 3 Stunden. Aber erstmal zum eigentlichen Plan, den wir haben und oder hatten, ja, wir hoffentlich immer noch haben. Und zwar fliegen wir erstmal nach 1,5 Jahren in dieser wunderschönen Insel hier nach Deutschland, um unsere Familie zu besuchen. Wir sind schon seit über 2,5 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen und ihr könnt euch denken, dass die uns vermissen. Wir vermissen die auch. Wir vermissen unsere Freunde und wir wollen einfach mal wieder zurück nach Deutschland, die Leute sehen. Jetzt gerade ist Sommer in Deutschland, jetzt gerade ist irgendwie alles da locker, Inzidenzzahl im Keller, das wollen wir hören. Und deswegen dachten wir, der perfekte Zeitpunkt, um nach Deutschland zu fliegen. Dann genau werden wir da erstmal mit Familie sein. Wir haben auch schon dann eine kleine Reise nach hoffentlich Portugal mit unserer Familie und Freunden geplant. Also wir haben so ein bisschen vor, erstmal in Deutschland / Europa zu bleiben, ne, bei unseren Freunden und uns da nochmal umzuschauen. Und danach ist eigentlich geplant, nach Afrika zu gehen. Welches Land genau oder welche Länder dort genau, wissen wir noch nicht. Wir wollen auf jeden Fall unsere ein paar coole Länder angucken. Genau, wir haben da noch nicht so viel geplant, aber genau, wir werden jetzt nicht nach Deutschland ziehen, sondern wir machen da quasi Urlaub Besuch. Wir machen da Besuch. Wir reisen durch Deutschland oder nach Deutschland. Und genau, das ist jetzt mal so der aktuelle Plan. Und ihr wisst ja, es kommt doch immer alles anders, wie man denkt. Aber der Flug ist gebucht und ja, jetzt schauen wir mal. Genau, jetzt ist das neue Problem. Seit heute, beziehungsweise die Regel gilt ab morgen. Genau, also erstmal fliegen wir von Bali nach Jakarta über Doha nach über Katar nach Deutschland. Und es liegt daran, dass der internationale Flughafen hier in Bali immer noch geschlossen ist. Ich glaube, seit über einem Jahr. Ja. Es gibt nur den Domestic-Flughafen quasi. Das heißt, alle Leute, die nach Bali wollen, müssen eben über Jakarta fliegen. Und alle, die aus Bali raus wollen, müssen auch über Jakarta fliegen. Da ist der internationale Flughafen offen. Korrekt. So, jetzt zum Problem. Seit heute wurde announced, dass ab morgen neue Corona-Regeln gelten. Und die schlimmste Regel für uns ist, dass man nicht mehr ohne Impfung, also ohne erste Impfung, domestic reisen kann. Wir können also nicht mehr mit der Fähre, mit Flugzeug. Wir kommen eben nicht von Bali nach Jakarta. Das ist das Problem. Obwohl wir ausreisen. Aber wir reisen halt erst aus dem Land eben in Jakarta, weil es also wir können unseren ersten Flug von hier nach Java nicht antreten, theoretisch, ohne Impfung. Und ja, da sind wir einfach gefickt, würde ich mal sagen. Genau, das Problem ist noch, dass es halt hier ein paar Impfungen und Impfstoffe gibt, aber ja, keine Ahnung, die gibt es in Deutschland nicht. Wir sind jetzt so ein bisschen überfordert. Eigentlich wollten wir uns hier nicht impfen lassen. Weil wir jetzt und wir wissen auch gar nicht, ob wir das jetzt so schnell machen können. Ne? Ja, genau. Also keine Ahnung, ob die Regel auch dann so bleibt. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr oder in den 1,5 Jahren jetzt auch festgestellt, dass Indonesien öfters mal Regeln aufstellt, die man dann doch wieder revidiert, weil man irgendwie doch nicht mit den Konsequenzen quasi klarkommt und da gar kein Personal geschult ist oder sonst was. Aber es ist schon nervig. Und das Krasse ist, es sind wirklich so viele Leute, die wir kennen. Sorry, jetzt startet kurz eine Drohne.
Weil das Krasse ist wirklich, wir kennen jetzt echt viele Leute, die im Juli nach Hause fliegen oder irgendwo anders hinfliegen wollten. Und man kann halt jetzt wirklich, man kann das Land eigentlich nicht verlassen. Es sei denn, man ist schon auf Java, dann würde es gehen. Aber man kann nicht nach Java einreisen ohne halt Vaccine. Und das ist irgendwie schon krass, dass man ohne Vaccine nicht mehr hier raus kann. Das finde ich schon eine sehr, sehr krasse Regel. Weil da zwingt man ja schon die Leute mit zu impfen. Und wie gesagt, wir wollen ja das Land verlassen. Es ist ja nicht so, als würden wir nach Java fliegen und dann da rumreisen, sondern wir fliegen einfach nur nach Java. Wir haben ja auch ein Ticket und alles. Genau, und fliegen dann 3 Stunden später weiter, verlassen den Flughafen gar nicht. Wir hoffen, dass sich das noch ändert und dass wir halt für so Leute, die ja ausreisen wollen, dass das auch irgendwie ermöglicht wird, dass wir halt kein Vaccine brauchen. Also ja, das ist unser aktueller Stand. Wir hoffen, wir können das Land verlassen, dann wann wir wollen, weil jetzt würde der Zeitpunkt passen. Wir haben alle Sachen schon gebucht und es wäre jetzt einfach mega stressig, wenn wir das irgendwie noch umbuchen müssten und wir wissen ja auch nicht, bis wann wir es umbuchen müssten und ist ein bisschen nervig. Ja, wir drücken die Daumen, dass es sich noch irgendwie ändert zu unseren Gunsten und ja, ansonsten hoffen wir, das Video hat euch wie immer gefallen. Es ist wunderschön hier, wie ihr gesehen habt. Also wir sind wirklich sehr traurig, dass wir gehen. Aber es ist auch mal Zeit für was Neues. Wir sind auch sehr bequem hier geworden. Und wir freuen uns auch, neue Dinge zu erleben, neue Dinge euch zu zeigen und einfach unsere Familie zu sehen und unsere Freunde. Richtig. Ja. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Alles. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Ciao.